Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde von Seguin, zunächst einmal die Frage, ob man mich auf den hinteren Rängen verstehen kann. Vielleicht einmal einen Daumen nach oben. Sehr schön, alles geklappt, Anlage läuft. Ja, seit rundweg 10 Tagen, seit 2 Wochen verändert sich das Gesicht unserer Innenstadt zusehends. Die Schausteller haben Einzug erhalten in unsere Stadt. Und egal, wohin man kommt in den letzten Tagen, es gibt nur noch ein Gesprächsthema. Alle freuen sich seit Tagen auf diesen Moment, in dem es losgeht, in dem die Freifahne gehisst wird und sich die Karussells in Bewegung setzen. Jetzt ist es soweit. Allen Kirmesfreunden ein herzliches Willkommen zu Simjü 2022. Ganz besonders gilt das für diejenigen, die für den ganzen Spaß hier sorgen, für die große Freude, für die kulinarischen Genüsse und die rasanten Erlebnisse. Also 4 Tage wirklich nur Spaß. Unser aller Willkommensgruß gilt den Schaustellern und ihren Familien, allen voran den Verbandspräsidenten Arne Ritter und Patrick Ahrens. Wir freuen uns, dass ihr Schauspieler wieder hier seid, dass ihr bei uns seid. Das ist nach einigen verrückten Jahren, in denen die Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint, nicht selbstverständlich. Corona-Krise, Energiekrise, Inflation, Mitarbeitermangel. Es ist wahrlich keine einfache Zeit, in der wir leben, in der ihr lebt und in der ihr alles geben müsst, um uns weiterhin den Spaß zu bereiten, um die Geschäfte weiter zu bestreiten, den Menschen ein freudiges Erlebnis zu präsentieren, den Kopf auf den Schultern zu erhalten und letztlich auch eure Familien zu ernähren. Das ist etwas, was euch immer wieder aufs Neue gelingt, mit viel Engagement und Optimismus, und davor ziehe ich meinen Hut. Das ist dann in dieser schwierigen Zeit, Menschen gibt und Stimmen, die fordern, dass Volksfeste und Weihnachtsmärkte nicht stattfinden dürfen, dass die Lichter ausgemacht werden sollen. Dafür habe ich wahrlich kein Verständnis. In Krisenzeiten setzt in Kriegszeiten. Das sind Lichtblicke und das sind Auszeiten vom Alltag, von den Sorgen und Nöten, die man täglich erlebt. Da ist all das von großer Wichtigkeit, da ist das kein überflüssiger Ballast und nichts, was man mal eben so zur Seite schieben kann. Im Gegenteil, in dieser Zeit, in der die Welt auf dem Kopf steht, in der wir negative Nachrichten bekommen, Tag für Tag, in der das nicht abzureißen scheint, wenn die Gesellschaft Mut fassen muss und zusammenhalten muss, dann sind Momente der Freude. Und dann seid ihr, dann ist eine Kulisse, in der zumindest für ein paar Stunden die Welt wieder ein richtig schönes Licht gerückt wird, unumgänglich, notwendig. Und diese Freude, lieber Albert, lieber Patrick, diese Freude, die wollen wir uns nicht nehmen lassen, die beschert ihr uns. Dafür sagen wir euch herzliches Dankeschön. Ja, vielleicht mögt ihr das Grußwort auch an uns richten, vielleicht 2, 3 Sätze von euch. Ja, lieber Lothar, du hast es schon gesagt, wenn wir hier in Berne sind, dann geht die Sonne auf, wir bringen das Licht mit und wir haben uns dieses Jahr besonders Mühe gegeben. Wir haben nämlich im letzten Jahr festgestellt, dass wenn wir das Fußballspiel hoch verlieren, dass dann 4 Tage super Wetter zur Kirmes ist. Da haben wir uns gestern auch bemüht und angestrengt, haben noch ein Gegentor mehr bekommen und wir hoffen natürlich, und es sieht auch so aus, dass wir hier 4 Tage ganz tolles Kirmeswetter haben, und das haben wir uns verdient, das hat sich Berne verdient, die Liebe und die Freude, die uns hier immer wieder entgegengebracht wird. Ich komme hierher, seitdem ich 3 Jahre alt bin. Und ich fühle mich hier immer wieder für die 4 Tage zu Hause. Ich habe 40 Jahre beim Fußballspiel mitgemacht. Über dieses Fußballspiel sind ganz, ganz viele Freundschaften entstanden. Und gestern Abend hier bei Ikoan war es wie immer feuchtfröhlich. Wir haben die Kirmes ordentlich eingeläutet. Wir bedanken uns natürlich auch ganz besonders beim Kirmes-Team, bei Cordula Mertens, bei Sven Bohne, bei Jürgen Menke, bei David Ruschmann beim Stadtmarketing,
Hier wird alles dafür getan, dass wir eine super schöne Kirmes haben, dass wir uns hier wohlfühlen. Dafür danke und ich wünsche euch der Berner Bevölkerung, vier tolle Tage, schönes Wetter und uns natürlich volle Kassen. Vielen Dank. Ganz kurz zwischendurch. Also ein Tor mehr als sonst sind also 5-1, ne? Ja, für gutes Wetter haben wir das mal gemacht. Lieber Albert. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Bernerinnen und Berner, liebe Kinder, ich möchte erst einmal sagen, herzlichen Dank für Ihre wichtigen und richtigen Worte zur Bedeutung der Kirmes im Allgemeinen und besonders von Sümgü hier in dieser Stadt, in der Region. Es ist richtig, Kirmes und Volksfest ist fördernd der Volksgesundheit gegenüber und nicht nur die Wirtschaft und andere Dinge sind zu beachten, sondern das Lachen der Menschen, die Freude im Herzen. Das machen wir sehr gerne, dies zu leisten als Schaustellerinnen und Schausteller. Und sehr gerne geben wir auch unsere Informationen weiter, denn wir bekommen Anfragen von anderen Gewerbetreibenden, von der Industrie. Wie habt ihr das eigentlich geschafft, in den letzten 15 Jahren eure Energieverbräuche auf Kirmes und Volksfest und Weihnachtsmarkt um mehr als 50% zu reduzieren? Denn wir haben unsere Hausaufgaben schon vor vielen Jahren begonnen, was Energieeffizienz und Nachhaltigkeit anbelangt. Ein Beispiel ist nur, wenn Sie diesen wunderbaren Geschäft anschauen, hier gibt es keinen Wolframfaden mehr, es ist alles LED, was also eine gewaltige Energieeinsparung darstellt. In diesem Sinne, wir sparen, wir haben gespart, aber wir wollen nicht daran sparen, euch Spaß und Freude zu bereiten. Glück auf! Vielen Dank für diese guten Worte und für die Stärkung für die nächsten 4 Tage. Ja, meine Damen und Herren, was Sümgü ausmacht, das merkt man auch in diesen Worten, die starke Verbundenheit zwischen den Schaustellern, den Schaustellerfamilien und der Berner Bevölkerung. Und da ist es auch in dieser Zeit, wo wir Freude pur genießen wollen, wo wir uns freuen wollen, wichtig auch nochmal daran zurückzudenken, dass in diesem Jahr auch Menschen, Schausteller von uns gegangen sind, die lange Jahre, lange Jahrzehnte zu uns gekommen sind. Ich denke an Hans-Otto Schäfer, aber auch an Gerd Weber, auch an andere. Und wir denken an diese Menschen, weil wir jahrelang Spaß miteinander gehabt haben. Und auch in dieser Zeit, wo wir sie schmerzlich vermissen, haben wir sie nicht aus unseren Erinnerungen verloren. Wenn wir uns umschauen, meine Damen und Herren, dann sind alle altbekannten und beliebten Geschäfte wieder am Platz. Alle? Nein, nicht ganz alle. Einige Betriebe mussten kurzfristig, meist aufgrund von Mitarbeitermangel, noch absagen. Und auch unser Festzelt haben wir in diesem Jahr nicht wieder ersetzen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir es im nächsten Jahr hinbekommen. Umso mehr freuen wir uns aber, dass es gleichwohl gelungen ist, alle Standplätze zu belegen. Und dafür danke ich nicht nur den eingesprungenen Betrieben, sondern dafür danke ich dem Kirmes-Organisationsteam rund um Cordula Mertens. Da haben wir den Marktmeister Sven Bohne, da haben wir unseren alten Marktmeister Jürgen Menke, aber noch viele andere. Vielen Dank, dass ihr uns das so schön präsentiert habt. Nachdem nun alles herausgeputzt ist, alles schön hier steht und wir starten können, freuen sich Tausende von Besuchern aus der Region auf Sümgü 2022. Der gut gefüllte Marktplatz, Jahr für Jahr, bis auf das eine ausgefallene Jahr 2020. Aber ansonsten haben wir ja immer die Bude voll. Der zeigt, wie groß die Erwartungsfreude der Bevölkerung ist. Und ganz besonders wird der Stellenwert unserer Kirmes unterstrichen von den zahlreichen Ehrengästen, die auch heute wieder unter uns sind. Und darüber freuen wir uns sehr. Ich hätte ganz gerne unsere Ministerin begrüßt, Nina Schachenbach. Ich glaube, sie ist noch nicht da. Wenn sie gleich dazu kommt, dann begrüßen wir sie aufs Herzlichste. Wir fangen deshalb an mit unseren Abgeordneten vom Bundes- und vom Landtag. Ich begrüße Hubert Hüppe, Michael Thees und Rainer Schmelzer. Und ich begrüße den Staatssekretär AD Christoph Dammermann. Und auch die heimische Politik ist anwesend. Ich begrüße die Mitglieder vom Kreistag und Stadtrat. Und auch meine Amtsvorgänger sind regelmäßig zu Sümgü hier. Heute unter uns Rainer Zappel und Willem Löw.
Meine Damen und Herren, wenn wir von Saint-Just sprechen, dann sprechen wir von dem Recht, einen Markt abzuhalten zum Gedenktag der Apostel Simon und Judas. Und das Wort Kirmes, die meisten wissen das, bedeutet nichts anderes als Kirchmesse. Die Verbindung von Saint-Just zu unseren Kirchen ist also ganz offensichtlich, aber das, was in Bern ganz besonders ist, ist, dass das an vielen, vielen Stellen sehr sichtbar wird. Wir schauen mal hoch zu unserem Kirchturm. Da wehen die Stadtfahnen aus dem Turm heraus. Um 12 Uhr, genau 2 Stunden, bevor es hier mit dem Hissen der Freifahne losgeht, da ist der Fahrdächern mit, ich glaube, 15 Helfern in dem Kirchturm und lässt die Glocken auf ganz besondere Art und Weise läuten. Bayern nennt man das. Und am Nachmittag findet ein wunderschöner, ja genau, da ist die Truppe. Am Nachmittag findet ein schöner Musikgottesdienst statt und am Sonntagmorgen treffen wir uns regelmäßig auf dem Hagen, entweder im Zelt, das haben wir jetzt nicht, also jetzt im Autoscooter zu einem wirklich ganz, ganz tollen Gottesdienst. All das sind Zeichen der Verbundenheit und dafür sage ich herzlichen Dank an die Vertreter der Kirchen. Stellvertretend gilt mein Willkommensgruß, Vaterkant Jürgen Schäfer und Pfarrer Alexander Mese. Und wenn ich von unseren Geistlichen spreche, dann darf ich natürlich die Brüder von unserem Kapuzinerkloster nicht unerwähnt lassen. Namentlich begrüße ich unseren noch neuen Guardian, Pater Norbert, aufs Herzlichste. Und dann geht's rund, denn auch die Schaustelle haben ihre Seelsorger wieder mitgebracht. Und ich habe sie auf dem Marktplatz hier ausfindig gemacht. Begrüßen Sie mit mir Sascha Ellinghaus und Thorsten Heinrich. Die weitesten Anreisen haben regelmäßig unsere Gäste aus unseren Partnerstädten. Und nach 2 Jahren, in denen fast nichts ging, in denen wir uns höchstens in Videokonferenzen gesehen haben, haben wir uns jetzt wieder vorgenommen, uns regelmäßig zu besuchen. Und deshalb freue ich mich sehr über unsere Gäste aus Kyritz, Lösens in Enns, Wautsch und Bajöl. Unter ihnen auch der Bürgermeister aus dem polnischen Wautsch. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Herzlich willkommen, Maciej Dzibrowski. Und dann ist da noch eine Gruppe von Leuten, die wir jahrelang in dieser Stadt nicht gesehen haben. Die alle zur See fahren oder zumindest zur See gefahren sind und jetzt zum Wiedersehen-Treffen der ehemaligen hier nach Werde gekommen sind. Denn unter uns sind auch die ehemaligen Dachse. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr angereist seid. Und stellvertretend begrüße ich den Dachskommandanten, ehemaligen Dachskommandanten, Fregattenkapitän Ingo Jekel und alle Dachse gleichzeitig mit ihm auch sind herzlich willkommen. Lieber Ingo, schön, dass ihr da seid. Auch wenn ihr nicht mehr in offizieller Mission hier bei uns seid, ihr seid uns jederzeit herzlich willkommen. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich alle erwähnt habe. Messerin ist noch nicht da. Mal gucken, gleich aus dem Autoscooter oder hier vorne aus dem Bitmonster wird da sicherlich noch was gehen. Ich möchte zum Schluss auf eine Gruppe von Menschen hinweisen, die für unsere Sicherheit sorgen. Und ich glaube, auch daran sollten wir an diesen Stellen denken. Mein Dank gilt all den Diensthabenden, auch von den Einsatzkräften, von Polizei, vom Feuerwehr, vom DRK, vom Rettungsdienst, von den Sicherheitsdiensten. Vielen Dank, dass ihr für unsere Sicherheit sorgt. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, sind wir hier alle mit diesem Schmuckenschal verziert. Ich weise darauf hin, besorgen Sie sich diesen Schal, er wird an vielen Stellen sichtbar sein. Und ich glaube, dass wir ihn aus Temperaturgründen heute eigentlich nicht brauchen. Gleichwohl tun wir ihn um und zeigen damit unsere Verbundenheit zu Saint-Just in Stadtfarben. Und das ist etwas, was gleich auch beim Rundgang deutlich werden wird. Denn beim Rundgang werden wir wieder in altbewährter Tradition erst zu Webers auf den Kurt-Schumacher-Platz gehen. Wir ziehen dann weiter durch die Straßen. Ich weiß nicht, ob wir beim alten Ritter Anhalt machen. Wir landen am Ende bei einem Bereich, wo wir normalerweise das Zelt stehen haben. Und da habt ihr, Patrick, eine wunderbare Pavillon-Kleinstadt aufgebaut. Ich freue mich sehr, das sieht sehr leinladend aus. Ich habe mir das gestern angeschaut. Und dort werden wir den Abschluss der Runde suchen. Vorher aber gibt es die
besondere Fahrt hier im Big Monster, die Eröffnungsfahrt. Und das mache ich natürlich erst, nachdem ich meine wichtigste Pflicht als Bürgermeister dieser Stadt erfüllt habe und zu diesem Fahnenmast schreite. Ich wünsche allen Besuchern eine schöne Semjö 2022 und allen Schaustellern, dass es sich auch wirtschaftlich wieder gelohnt hat, nach Werne zu kommen, um uns vier schöne Tage zu präsentieren. Mit der Wiesner Freifahne ist Semjö 2022 eröffnet. Schöne Eröffnungsfahrt? Ja, sicher. Wunderbar. Alle rein! Ja, bitte schön. Den Platz nehmen. Au, du musst mal mit deinem Fahrer erzählen. Komm, das tut nicht hoch. So, alles klar, dann zurückbleiben. Die Bügel schließen und dann geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Eröffnungsfahrt.
Mhm.